Und jetzt, sehr verehrte Gäste, liebe Kameradinnen und Kameraden, freue ich mich, einen Soldaten des Regimentes in ganz besonderer Weise würdigen zu können. Neben mir steht auf der rechten Seite, auf meiner rechten Seite, der Stabsgefreite Thomas Braun. Stabsgefreiter Braun ist seit 2007 Soldat im Objektschutzregiment der Luftwaffe. Am 29. April 2010 verlegte er als Angehöriger eines Sicherungszuges in den Einsatz nach Afghanistan. Am 7. Juli 2010 dann wurde er bei einem Unfall schwer verletzt und musste noch am selben Tag zur medizinischen Behandlung nach Deutschland ausgeflogen werden. Wie sich hier herausstellte, hatte der Stabsgefreite Braun bei diesem Unfall unter anderem ein Auge verloren. Es folgten 2 Jahre medizinischer Behandlung, mehrere Operationen, die sowohl für ihn als auch seine Familie eine große Belastung waren. In dieser Zeit wurde seine Dienstzeit einmal automatisch verlängert, damit die medizinische Behandlung abgeschlossen werden konnte. Sorge bereitete dem Stabsgefreiten Braun natürlich, aber immer auch die Frage nach seiner beruflichen Zukunft. Für ihn stand fest, dass er in der Laufbahn, in der er ist, in der Laufbahn der Mannschaften, keine Möglichkeit hat, Berufssoldat zu werden. Und das war sein Traum. Umso erfreuter war er, als er erfuhr, dass aufgrund der Regelungen des Einsatzweiterverwendungsgesetzes gegebenenfalls doch eine solche Möglichkeit bestünde. Und in der Tat, seinem Wunsch, Berufssoldat zu werden, konnte entsprochen werden. Ich freue mich, heute in diesen Rahmen nutzen zu können, um den Stabsgefreiten Thomas Braun, einen Soldaten, der im Dienst durch Leistung überzeugt, der trotz der Belastung infolge seiner schweren Verletzung hervorragende Arbeit leistet, der nach seiner schweren Verletzung niemals den Mut verloren hat und sich diesem Schicksalsschlag mit bewundernswerter Tapferkeit gestellt hat, zum Berufssoldaten übernehmen zu können. Er ist damit der 5. Mannschaftsdienstgrad in der Bundeswehr, dem infolge einer Einsatzverwendung eine lebenslange berufliche Karriere in den Streitkräften ermöglicht wird. Ich darf Sie bitten, sich für diesen formalen Akt zu erheben. Im Namen der Bundesrepublik Deutschland verleihe ich Herrn Stabsgefreiten Thomas Braun die Eigenschaften eines Berufssoldaten. Köln, den 18. Juli 2012, für den Bundesminister der Verteidigung, der Leiter der Stammdienststelle der Bundeswehr. Meinen herzlichen Glückwunsch. Ein reicher Arbeiter. Selber! Kommunes! 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 Und jetzt, Herr Stabsgefreiter, können Sie sich als Berufssoldat abmelden.